Magnifizienz, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute einen Einblick in die Welt der kleinsten Teilchen geben zu dürfen. Ich möchte heute über die Physik reden, die wir im Rahmen unseres Sonderforschungsbereiches mit Hilfe des Bonner Elektronenbeschleunigers ELSA durchführen. Und ELSA erlaubt uns hierbei, einen Blick ins Innere von Protonen und Neutronen zu werfen, um dabei auch zu verstehen, wie die Kraft aussieht, die die Bauteile des Protons und Neutrons zusammenhalten und ohne die unsere Welt gar nicht so aussehen würde, wie wir sie kennen. Lassen Sie mich mit einer Einführung beginnen, mit dem Aufbau der Materie. Alle sichtbare Materie um uns herum, sei es die Galaxie, unsere Galaxie mit ihrer schier unvorstellbaren Größe von 10 hoch 21 Meter, von der Sie einen vagen Eindruck kriegen, wenn Sie nachts die Milchstraße am Himmel betrachten, seien es Steine, Tiere, Pflanzen oder die DNA in unseren Zellen, all das ist letztendlich aus Atomen aufgebaut. Atome, die nur 100 Milliardstel Millimeter groß sind, haben dann selbst nochmal einen Atomkern und Elektronen, die diese umkreisen. Aber während die Elektronen hier jetzt selbst elementare Teilchen, das heißt nicht weiter teilbar sind, ist das für den Atomkern nicht der Fall. Der Atomkern, der wiederum ein Zehntausendstel des Atoms groß ist, besteht seinerseits wieder aus Protonen und Neutronen, den sogenannten Nukleonen. Aber auch damit nicht genug, wenn Sie jetzt die Protonen und Neutronen untersuchen, finden Sie, dass hier auch wieder andere Teilchen drin sind, nämlich unsere Quarks. Und diese Quarks sind jetzt ebenso wie unsere Elektronen die elementaren Bestandteile unserer Materie, die eben nicht weiter teilbar sind, zumindest sehen wir das heute so. Jetzt haben wir gesehen, was die Bausteine der Materie sind. Jetzt möchten wir natürlich auch verstehen, wie die Kräfte aussehen, die diese Bausteine letztendlich zusammenhalten. Dabei möchte ich mit dem Atom beginnen. Hier wird das negativ geladene Elektron an den positiven Atomkern durch die elektromagnetische Kraft gebunden. Im Atomkern ist es die starke, sehr kurzreichweitige Kraft, die die Nukleonen bindet. Und die starke Kraft ist es auch, die dann letztendlich die Quarks im Nukleon bindet. Hier sieht man jetzt schon eine Besonderheit der starken Wechselwirkung im Bereich des Nukleons, wenn man sich jetzt einfach mal die Massen anschaut. Fügen Sie im Wasserstoffatom zum Beispiel das Proton und das Elektron zusammen, so hat das Atom hinterher eine Masse, die quasi der Summe des freien Protons plus der freien Elektronenmasse entspricht. Die Energie, die frei wird, wenn Sie Proton und Elektron zusammenfügen, ist sehr, sehr klein, aber trotzdem wichtig. Aber im Vergleich zur Atommasse ist sie wirklich winzig. Die gleichen Effekt haben Sie auch, wenn Sie jetzt die Protonen und Neutronen zusammenfügen. So ist die Masse des Atomkerns fast die Masse der Summe aus allen Protonen und Neutronen. Das passt bis auf ein Hundertstel. Ganz anders ist das jetzt, wenn Sie anfangen, das Nukleon anzuschauen. Hier fügen Sie jetzt drei sehr, sehr leichte Quarks zusammen mit 2 bzw. 5 MeV und erhalten ein Objekt, was viel, viel größer ist, viel, viel schwerer ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie passiert das? An der Stelle möchte ich jetzt 2 Fragen stellen. Zum einen, woher kommen die elementaren Massen unsere elementaren Teilchen, also unseres Elektrons und unserer Quarks. Und dann zum anderen, wie entsteht aus diesen die riesige Masse des Protons? Bezüglich der elementaren Massen haben Sie jetzt alle von der Entdeckung des Higgs-Bosons gehört, am CERN, wo auch Bonner Arbeitsgruppen ganz entscheidend beteiligt waren. Der Higgs-Mechanismus erklärt uns, wie sowohl das Elektron als auch die Quarks ihre Massen bekommen. Das heißt, mit dieser Entdeckung sind wir in unserem Verständnis einen deutlichen Schritt weitergekommen. Wir wissen, wie die elementaren Teilchen ihre Massen bekommen. Und dafür hat dann letztendlich ja auch unter anderem Peter Higgs im vergangenen Jahr den Nobelpreis gekriegt. Was wir aber dabei nicht verstehen, also wir verstehen diese Massen, was wir aber nicht verstehen, ist, wie es zur großen Masse des Protons kommt, wenn Sie diese leichten Quarks zusammenfügen. Und das ist jetzt eben genau das, was wir mit unserem Elektronenbeschleuniger ELSA in Bonn untersuchen und verstehen wollen.
Das heißt also, an der Stelle ist die Frage, wie kommen Sie von sehr leichten Bausteinen zu etwas sehr, sehr Großem? Wie bekommen Sie also aus 2 plus 2 plus 5 938? Was wir wissen, ist, dass die starke Wechselwirkung hier selber, die Kraft hier selber tatsächlich Masse erzeugt. Die Frage ist nur, wie das geht, und das haben wir noch nicht verstanden. Das bedeutet aber auch, wenn Sie morgens auf die Waage stehen, die Waage zum Beispiel 80 Kilo anzeigt, dann sind gerade mal ein Kilo tatsächlich durch die Quarks bedingt und der ganze Rest, an dem ist die starke Wechselwirkung schuld. Und das ist jetzt genau der Punkt, den wir verstehen wollen. Wie macht die starke Wechselwirkung jetzt diese große Masse? Wie erzeugt die starke Wechselwirkung ihre Bindungszustände und wie produzieren wir die massiven Protonen und Neutronen aus diesen fast masselosen Quarks? Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir diese Objekte, wie schauen wir die Objekte jetzt an, wie untersuchen wir die überhaupt? Jetzt sehen Sie, das sind alles zusammengesetzte Objekte und das, was man jetzt natürlich machen kann, Sie können Energie in diese Objekte reinpumpen und dann letztendlich gucken, wie die Objekte darauf reagieren, was dann passiert. Und das ist jetzt natürlich wieder davon abhängig, wie die Kräfte wirken, die diese Bausteine zusammenhalten. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen die verschiedenen Objekte anregen. Und ich fange jetzt nicht gleich mit dem komplizierten Nukleon und der starken Wechselwirkung an, sondern ich möchte zunächst noch mal auf das einfache Atom eingehen. Das Atom können Sie durch Licht anregen, das heißt also, Sie schicken Lichtquanten unterschiedlicher Energie in dieses System herein, um es anzuregen, und was Sie dann beobachten, ist ein Linienspektrum. Wie kommen Sie jetzt zu diesem Linienspektrum? Jetzt stellen wir uns vor, Sie haben ein Proton von einem Wasserstoffatom mit einem Elektron, was diesem umkreist. Wenn Sie jetzt hier mit dieser Energie reingehen und diese Energie jetzt genau auf die Energie passt, die Sie brauchen, um das Elektron von einem Energieniveau auf das nächste anzuregen, das heißt also von einer inneren Bahn hier auf eine der äußeren, dann wird das Atom diese Energie absorbieren, das Elektron geht auf die äußere Bahn über und die entsprechende Energie fehlt hier in Ihrem Linienspektrum. Das heißt, so bekommen Sie diese Absorptionslinien. Jetzt haben Sie aber ein angeregtes Atom. Das heißt also, das Atom befindet sich jetzt auf einer äußeren Bahn. Das ist energetisch ungünstig. Das heißt, es möchte gerne wieder auf seine innere Bahn übergehen. Und das kann das Atom jetzt entweder direkt machen oder es macht es in mehreren Schritten. Dabei muss es jetzt aber die Energie wieder loswerden, die es vorher absorbiert hat. Und da werden dann wieder Lichtquanten ausgesendet und die sehen Sie dann hier in Ihrem Emissionslinienspektrum. Was Sie dabei jetzt aber gelernt haben, Sie sehen Linien. Das heißt, Sie haben verstanden, dass es im Atom tatsächlich so etwas wie diskrete Anregungsniveaus gibt. Das heißt, also wenn Sie jetzt die Anregungsenergie nach oben auftragen, bekommen Sie so ein Anregungsspektrum, Sie haben hier feste Energieniveaus, Sie können das Elektron anregen und es kann sich dann entsprechend unter Emission von Lichtquanten wieder abregen. Und es ist jetzt tatsächlich das Studium von solchen Anregungsspektren gewesen, die ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass wir nicht nur das Atom, sondern auch die elektromagnetische Wechselwirkung sehr, sehr gut verstanden haben. Das ist die Wechselwirkung, die wir am besten verstanden haben. So, jetzt wollten wir aber nicht das Atom diskutieren, sondern wir interessieren uns für unser Proton mit dieser großen Masse. Jetzt ist auch das ein zusammengesetztes System, das heißt, auch das System können wir anregen. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass das Atom ein ganz anderes Objekt ist. Das heißt, hier haben Sie drei Quarks im Nukleon, die Sie anregen können und auch die Kraft ist eine andere. Das heißt, Sie erwarten, dass das Anregungsspektrum ganz anders aussieht und das tut es auch in der Tat. Und das heißt, Sie können jetzt über dieses Anregungsspektrum etwas darüber lernen, wie eben Ihr Proton aussieht und wie die starke Wechselwirkung funktioniert. Dazu wollen wir jetzt das Proton auch wieder mit Lichtteilchen anregen. Das Problem ist jetzt nur, das Proton ist ein viel kleineres Objekt, als Ihr Atom es vorher war. Das heißt, mit Licht funktioniert das nicht, sondern Sie brauchen Lichtquanten viel, viel größerer Energie. Das heißt, nicht mehr im optischen Bereich, sondern Lichtquanten, die tatsächlich eine Milliarde mal höhere Energie haben. Jetzt gibt es noch ein weiteres Problem, wenn ich die Anregungsspektren des Nukleons untersuchen möchte, um eben was über die Frage zu lernen, wie die Masse
in mein Objekt reinkommt. Das ist nämlich, dass die Spektrallinien in der Atomphysik, die sehen so aus, die Spektrallinien, die ich in der starken Wechselwirkung beobachte, sehen so aus. Das heißt, während ich in der Atomphysik diese ganz scharfen, gut separierten Linien bekomme, bekomme ich die eben nicht, wenn ich das Anregungsspektrum meines Nukleons untersuche, sondern da bekomme ich für so eine schmale Linie hier so eine breite Verteilung hier. Und woran liegt das jetzt? Das liegt daran, dass es die starke Wechselwirkung eben sehr, sehr stark ist. Das bedeutet, ich erzeuge meinen Anregungszustand und kaum habe ich ihn erzeugt, zerfällt er wieder. Und da schlägt dann die Heisenbergsche Unschärferelation zu, die besagt, dass sehr kurzlebige Zustände eine große Energiebreite haben. Das heißt, was man sich hier merken muss, ist, man sieht keine schmalen Linien, sondern so breite Verteilungen. Und da können Sie sich jetzt sehr gut vorstellen, dass das eine experimentelle Herausforderung ist, wenn Sie jetzt hier unten einen kleinen, also einen angeregten Zustand kleiner Intensität aus Ihren Daten rausfisseln wollen. Und da muss man einiges an experimentellen Tricks anwenden, auf die ich dann später nochmal zurückkomme. So, was möchten wir jetzt machen? Wir möchten unser Nukleon anregen, unser Proton anregen. Ich hatte schon gesagt, dafür nehmen wir hochenergetische Lichtteilchen, pumpen jetzt Energie in unser Proton rein. Wenn die Energie gerade die richtige Größe hat, sodass ich einen angeregten Zustand produzieren kann, produziere ich hier ein neues, kurzlebiges Teilchen höherer Masse. Und da ich jetzt in der starken Wechselwirkung bin, zerfällt das direkt wieder und das zerfällt wieder zurück in den Proton, emittiert dabei ein Meson, da ist ein Quark und ein Antiquark drin, das ist Materie und Antimaterie, die können sich gegenseitig vernichten. Das heißt, das, was Sie letztendlich sehen, sind hier wieder zwei Lichtteilchen und das Proton. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann wissen Sie schon, was wir brauchen, um unsere Experimente zu machen. Wir brauchen unsere hochenergetischen Lichtteilchen, wir brauchen ein Target, was uns die Protonen zur Verfügung steht und wir brauchen einen Detektor, mit dem wir hinterher messen können, was passiert ist. So, jetzt haben wir in Bonn einen ganz, ganz entscheidenden Standortvorteil. Wir haben nämlich den Bonner Elektronenbeschleuniger ELSA und das ist der Elektronenbeschleuniger, der Universitätsbeschleuniger mit der höchsten Energie in Europa. Und der ist jetzt ideal dazu geeignet, genau die Physik zu machen, die ich Ihnen beschrieben habe. Die Physik machen wir im Rahmen von zwei internationalen Kollaborationen mit jeweils in der Größe über 70 Physiker, die da zusammenarbeiten, um diese Dinge zu untersuchen. Die Elektronen werden hier in der Quelle erzeugt, dann erst über einen Linearbeschleuniger beschleunigt, kommen dann in ein kleines Booster-Synchrotron, werden hier weiter vorbeschleunigt, bevor sie dann in den großen Elektronen-Stretcher-Ring hier reingehen, der einen Umfang von 164 Meter hat. Wenn sie dann auf die richtige Energie beschleunigt wurden, werden sie zu den Experimenten extrahiert und dann können wir unsere Experimente damit machen. Dabei möchte ich betonen, dass die Elektronen, die wir da bekommen, tatsächlich nahezu Lichtgeschwindigkeit haben. Die polarisierte Quelle sieht so aus. Das heißt, also das ist jetzt die Quelle, die die Elektronen erzeugt. Und ich habe polarisierte Elektronen gesagt. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet letztendlich, dass man schon bei der Produktion den Eigendrehimpuls des Elektrons festlegt. Das können Sie sich jetzt vorstellen wie lauter kleine Elektronenkreise, deren Drehrichtung bei der Produktion bereits festgelegt wird. Wenn Sie das machen wollen, bedeutet das aber auch, dass Sie ein wahnsinnig gutes Vakuum brauchen. Und das Vakuum, was hier in der Quelle erreicht wird, das ist in etwa ein Faktor 100 besser als das Vakuum, was Sie in 400 Kilometern Höhe, da wo die internationale Raumstation ISS ist, haben, wenn Sie nach draußen gehen. So, das heißt also, an der Stelle erzeugen wir jetzt unsere polarisierten Elektronen. Die werden dann über den Linearbeschleuniger, über den Vorbeschleuniger beschleunigt und dann kommen sie in den großen ELSA-Beschleuniger rein, werden dort dann weiter beschleunigt, bis sie auf die Energien kommen, die wir für unsere Experimente brauchen. Das ist jetzt ein Blick in den Beschleunigertunnel dieses großen 164 Meter langen Ringes, der sich im Wesentlichen unter dem Physikalischen Institut befindet.
Was Sie hier sehen, ist zum einen die Beamline, dann sieht man hier hinten Beschleunigungsstrecken, dann hier in Gelb und in Blau. Das sind fokussierende Magnete, die dafür sorgen, dass der Strahl sich nicht immer weiter aufweitet, bis er zu uns an die Experimente kommt. Zusätzliche Magnete gibt es dann noch, die dafür sorgen, dass die Elektronen brav auf der Kreisbahn gehalten werden. Wenn wir hiermit dann die Elektronen auf die Energie beschleunigt haben, die wir für unsere Experimente brauchen, dann werden sie eben zu den Experimenten extrahiert. Ups, das war eins zu weit. Und kommen dann also hier in unseren Experimentierbereich rein. Das ist jetzt eines der beiden Experimente, nämlich das Crystal-Barrel-Tubbs-Experiment. Und jetzt haben wir hier an der Stelle noch Elektronen. Ich hatte Ihnen aber gesagt, wir wollen mit hochenergetischen Lichtteilchen experimentieren. Das heißt, wir müssen uns jetzt im ersten Schritt aus diesen Elektronen Lichtteilchen machen. Das heißt, was machen wir da? Wir schießen das auf Kupfer. Und da werden dann ähnlich wie in der Röntgenröhre, wo Sie auch Elektronen auf Material schießen und dann Röntgenstrahlung bekommen, wird das hier auch gemacht, nur dass wir halt bei viel, viel höheren Energien sind. Das heißt, das passiert in diesem Bereich und hier bestimmen wir dann auch, welche Energie unsere Photonen haben, unsere Lichtteilchen haben, mit denen wir dann später unser Proton anregen möchten. Die Photonen fliegen dann hier geradeaus, kommen hier in den Detektor rein und treffen im Zentrum des Detektors jetzt hier auf die Protonen, die wir anregen wollen. Jetzt haben wir gesagt, wir regen die an, hinterher kommt ein Proton raus und zwei Lichtteilchen raus und die wollen wir jetzt messen. Das heißt, dazu haben wir hier im Inneren einen Detektor aus scintillierenden Fasern, das sind 513 Stück und jetzt können Sie sich vorstellen, das ist eine gerade Lage, eine Lage so rum und eine Lage in die andere Richtung und dann können Sie den Durchstoßpunkt des geladenen Teilchens mit diesem Detektor bestimmen und so wissen wir, aha, da ist ein geladenes Teilchen rausgekommen. Jetzt müssen wir noch unsere Lichtteilchen messen und um diese Lichtteilchen zu messen, benutzen wir einen Kristallfass. Und dieses Kristallfass besteht aus 1320 30 cm langen Kristallen, die jeder grob 4 Kilo wiegen und die dann eben zu so einem Fass angeordnet sind. Da deponieren dann die Lichtteilchen ihre Energie und so können wir die messen. Sie sehen, das Ganze ist segmentiert und das bedeutet, wir bekommen nicht nur die Energie, sondern wir bekommen auch die Richtung und die kann man hier in der Tat auf 1 Grad genau vermessen. Jetzt können Sie sagen, okay, aber hier vorne haben Sie ein Loch, da verlieren Sie ja immer noch Teilchen. Das ist richtig, deswegen stellen wir hier einen weiteren Detektor hin, nochmal 216 Kristalle, um auch die Teilchen tatsächlich noch messen zu können. Das Ganze sieht dann in der Halle so aus. Diese runde Betonabschirmung, da ist jetzt der kleine Beschleunigerring drunter, den Sie vorhin gesehen haben. Von ELSA bekommen wir den Strahl aus dieser Richtung. Das ist dieser Kristallfassdetektor, über den ich gerade geredet habe. Das ist der Detektor, der das Loch hinten zumacht. Und das, was man hier jetzt noch zusätzlich sieht, ist unser polarisiertes Target. Das heißt, da kriegen wir jetzt die Protonen her und auch diese Protonen sind nicht wieder einfach nur Protonen, sondern auch von denen haben wir den Eigendrehimpuls festgelegt, also wieder einen kleinen Protonenkreisel, dessen Richtung wir ausrichten können. Und hier ist die technische Herausforderung, jetzt Temperaturen herzustellen, die nur 0,05 Grad über dem absoluten Nullpunkt liegen. Sonst funktioniert das mit dem polarisierten Proton nicht. Und da müssen Sie sich vorstellen, dann haben Sie aber auch hier innen in der Target-Nase tatsächlich 300 Grad weniger als außen, direkt außenrum unmittelbar hier. So, wenn wir dann messen wollen, dann schieben wir diesen 5-Tonnen-Detektor auf Schienen über das Target und dann kann es losgehen. Bevor ich Ihnen jetzt aber Daten zeige, möchte ich Ihnen noch einmal zeigen, wie der Detektor selber dann aussieht. Das ist jetzt dieser Kristallfassdetektor und zwar in der Perspektive, wo der Strahl jetzt auf Sie zukommt, also der kommt hier raus. Und was man hier so ein bisschen erahnen kann, sind jetzt die einzelnen Kristalle, die hier so in Ringen angeordnet sind. Da sitzt hinten die Elektronik drauf. Das heißt also, das sind so die Kristallringe, die sich dann letztendlich zu einem Fass anordnen. So, das heißt, jetzt haben wir alles. Wir haben unseren Strahl, wir haben unser Target, wir haben unser Detektorsystem. Jetzt möchten wir sehen, wie die Physik aussieht. Und das ist hier gezeigt. Also was wollen wir jetzt nochmal machen? Wir nehmen unser Proton, wir schießen Lichtteilchen drauf, das machen wir über einen weiten Energiebereich und jetzt wollen wir
diese Anregungszustände hier oben messen. Also unsere breiten Verteilungen, die ich hier unten nochmal gezeigt habe, solche Peaks wollen wir jetzt in unseren Daten sehen. Jetzt gucken Sie sich das Spektrum an und sagen, naja, ein bisschen langweilig ist es schon. Das heißt, das, was ich sehe, ist ein Peak hier bei niedrigen Energien und dann sehe ich hier vielleicht noch so ein bisschen was, aber eigentlich wollte ich jetzt ja diese vielen verschiedenen Peaks sehen. Das ist jetzt aber genau das, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Wir haben eine Situation, wo wir viele breite, überlappende Resonanzen haben. Und wenn das eben sehr viele, sehr breite wären, dann sehen Sie irgendwann nichts mehr. Dann schmiert sich das gewissermaßen aus und sieht dann so langweilig aus wie hier. Das heißt, das alleine reicht nicht. Wir brauchen zusätzliche experimentelle Informationen. Und um das wirklich rauszufisseln, ist tatsächlich eine Vielzahl von Messungen notwendig. Und da möchte ich Ihnen jetzt nur zwei Beispiele für zeigen. Nämlich das erste, wir haben bisher nur geguckt, wie wir das Proton anregen. Das heißt, wir haben nur geguckt, Photon rein, wie sieht das dann aus und haben uns nicht darum gekümmert, was tatsächlich hinten rauskommt. Wir haben aber unseren Detektor, das heißt, wir können nachgucken, wie diese Teilchen zerfallen, über welche Mesonen diese Teilchen zerfallen. Und wenn man das jetzt macht, dann gibt es eben Resonanzen, Anregungszustände, die zerfallen über Pi-Mesonen, es gibt Anregungszustände, die zerfallen über Eta-Mesonen. Das heißt, dadurch, dass die Anregungszustände unterschiedliche Eigenschaften haben, zerfallen die tatsächlich unterschiedlich. Und das ist jetzt hier getrennt gezeigt. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, sehen Sie da Peaks in den Spektren, dann würden Sie jetzt wahrscheinlich ja sagen. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie auch, dass Sie in den unterschiedlichen Datensätzen jetzt hier für das Eta oder für das Pion hier unterschiedliche Peaks sehen. Und das ist jetzt genau, weil unterschiedliche Resonanzen beitragen. Dann kann man jetzt ausnutzen, ich hatte ja viel über diese polarisierten Elektronen und Protonen geredet und dass das ganz wichtig ist, also dass ich den Kreisel gewissermaßen einstellen kann. Und das ist jetzt genau deswegen wichtig, weil ich diese Polarisationsexperimente als Filter auf meine Anregungszustände benutzen kann. Und da ist jetzt quasi das einfachste Beispiel gezeigt. Ich gehe hin, lasse meinen Protonenkreisel in die Richtung rotieren, meinen Strahlkreisel in die Richtung, einmal entgegengesetzt und einmal miteinander. Und was Sie direkt sehen, und dazu braucht man kein Experte zu sein, ist, dass dieses Spektrum ganz anders aussieht als das hier unten. Das heißt, da tragen auch wieder unterschiedliche Resonanzen bei, unterschiedliche Anregungszustände. So, das heißt, jetzt nehmen wir all die Daten, die wir genommen haben, analysieren die gemeinsam und dann schauen wir letztendlich, was rauskommt. Und das möchte ich hier noch kurz diskutieren. Also was haben wir jetzt letztendlich rausgefunden mit all den Messungen, die wir an ELSA gemacht haben? Zum einen haben wir bekannte Teilchen bestätigt, bekannte Anregungszustände genauer vermessen, als das in der Vergangenheit möglich war. Und wir haben auch neue Teilchen gefunden. Die Particle Data Group, die ich hier zitiere, das ist eine weltweite Organisation, die quasi die neuen Teilchen listet in Tabellen. Und da ist es tatsächlich so, dass jetzt basierend auf unseren Analysen diese Particle Data Group 6 neue Teilchen in 2012 in ihre Listings aufgenommen haben. Jetzt sage ich 6, Sie wissen nicht, was 6 bedeutet. Es war nicht eines in den 10 Jahren davor. Und der Grund dafür ist jetzt wirklich, dass wir diese tollen neuen Daten aufnehmen konnten. Was können wir damit zusätzlich machen? Jetzt wollen wir mit Modellen vergleichen und sagen, okay, Modelle, die jetzt sagen, also das Spektrum des Nukleons, wenn ich das anrege, sollte so und so aussehen. Und da können wir bereits mit den Daten, die wir jetzt haben, bestimmte Klassen von Modellen ausschließen. Eines von denen habe ich hier angedeutet. Das heißt, es gibt Modelle, die behaupten, in so einem Nukleon, wenn sie drei Quarks haben, können sie nur eines der Quarks relativ zu den beiden anderen anregen. Da können wir sagen, mit unseren Daten, solche Modelle sind schlicht und einfach nicht richtig. Was wir aber auch beobachten in unseren Daten, ist eine Systematik, die jetzt überhaupt nicht von der Theorie wiedergegeben wird. Wir beobachten Zustände bei der gleichen Masse. Und die Theorien sagen uns, die sollten eigentlich irgendwie ganz unterschiedliche Massen haben. Und warum das der Fall ist, das wissen wir im Moment noch nicht. Das heißt, das sind Dinge, die wir versuchen, durch weitere Messungen und auch unsere theoretischen Kollegen durch viele weitere Berechnungen, wo man also auf theoretischer Basis auch versucht, die Spektren viel, viel besser zu verstehen, herauszubekommen. Das heißt, wir haben viel dazugelernt. Aber wir können derzeit leider noch nicht sagen, dass wir die Bindungszustände des Nukleons verstanden haben.
Zusammenfassend möchte ich noch drei Punkte erwähnen. Ich möchte erwähnen, dass entsprechende Experimente, wie wir sie hier in Bonn machen, eben mit polarisiertem Target und polarisiertem Strahl, weltweit nur an zwei anderen Orten gemacht werden können, nämlich am Jefferson Lab, das ist ein großes Nationallabor in den USA. Und ich muss sagen, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass wir nicht nur als Erste diese Doppelpolarisationsexperimente durchgeführt haben, sondern dass wir auch die Ergebnisse als Erste publiziert haben. Dann hat Mainz einen Beschleuniger, die auch entsprechende Fragestellungen beackern. Nur an der Stelle, da der Elektronenbeschleuniger eine kleinere Energie hat, kommen die im Anregungsspektrum nicht so weit nach oben. Das heißt also, hier kommen ganz entscheidende Ergebnisse von unserem Elektronenbeschleuniger hier lokal in Bonn. Dann möchte ich betonen, dass ELSA ein Universitätsbeschleuniger ist und das Gleiche gilt für die Experimente. Das heißt, all die Aufbauten, die Entwicklungen, die Messungen und auch die Analysen, die werden letztendlich in enger Zusammenarbeit mit den Studierenden durchgeführt. Das heißt, ohne unsere engagierten Doktoranden und Studierenden könnte ich Ihnen die Ergebnisse, die ich Ihnen heute zeige, gar nicht präsentieren. Und das heißt, wir machen mit den Experimenten, die wir hier in ELSA machen, nicht nur kompetitive Forschung, sondern wir tragen natürlich auch entscheidend zur Ausbildung unserer Studierenden bei. Jetzt ist die Untersuchung der starken Wechselwirkung und die Frage, wie die starke Kraft aus den Quarks mit sehr, sehr kleiner Masse ihre Bindungszustände sehr großer Masse erzeugt, natürlich Grundlagenforschung. Und jetzt muss ich bei der Zuhörerschaft sicherlich niemandem erklären, dass Grundlagenforschung wichtig ist und ein großer Wert an sich. Nichtsdestotrotz werden wir oft gefragt, naja, was ist denn jetzt der praktische Nutzen von dem, was ihr da macht? Und ich möchte an der Stelle drei Dinge erwähnen aus dem Bereich Technologietransfer. Das ist zum einen die Tumortherapie mit Teilchenstrahlen, die sich aus solchen Hadronenphysik-Teilchenbeschleunigern entwickelt hat. Hier werden zum Beispiel Hirntumore mit Kohlenstoffionen bestrahlt. Dann die Positronenemissionstomographie, die in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Die verwendet zum Beispiel Detektoren, die unserem Kristallfassdetektor gar nicht so unähnlich sind, nur dass die bei niedrigeren Energien messen. Und dann ein Beispiel, was natürlich den meisten von Ihnen geläufig ist, das World Wide Web wurde im Rahmen der CERN-Experimente entwickelt. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.